Olli hat mir sogar einen kleinen Schoko-Adventskalender geschenkt. Psst. Wollen die alle ein hier? Starten wir. Da es um ein Weihnachtsgenau genommen geht, wollte ich eigentlich das Hallo bei dir lassen. Hallo! Jawohl, das ist unser größter Weihnachtsfan. Wir haben euch gefragt nach speziellen Fragen zur Polizei in Verbindung mit Weihnachten und die haben wir von euch auch bekommen. Die erste Frage von Argan-TBK. Ist es schwierig, während der Weihnachtstage Urlaub zu bekommen? Ist eine Frage von Absprache, aber ja, irgendwann hat man Glück und hat auf jeden Fall Weihnachten auch mal Urlaub, oder? Also das ist immer ein bisschen unterschiedlich bei uns auf den Dienststellen, also Hundertschaft und Streifendienst kann ich jetzt zum Beispiel sagen, da gibt es ja immer einen bestimmten Quotienten, also irgendwie 4 Leute, die gleichzeitig Urlaub haben dürfen, das ist halt festgesetzt, aber das ist jetzt nicht schwierig, also man muss es halt absprechen und auf der Dienstgruppe war es zum Beispiel so, wir durften uns einen festen Tag an Weihnachten aussuchen, den wir auf jeden Fall frei bekommen und das hat auch eigentlich immer gut funktioniert. Oft hatte man auch Glück und hat dann 2 Tage frei gehabt. Ja. Kann ich so unterstreichen. Auf jeden Fall. Oha. Oha. Wie passend der Name ist von der Fragestellerin. Vanessa-hat. Wichtelt ihr? Ich würde gerne mal am Anfang sagen, wenn es nach mir gehen würde, wäre die Antwort wahrscheinlich eine andere, als es die von dir ist. Und zwar ist deine Antwort? Ja, ich habe natürlich für unser Sachgebiet eine kleine Wichteleinheit auch vorgesehen. Also, ja. Und es ist dieses Jahr sogar schon, oder ab nächstem Jahr dann, wirklich eine Tradition. Ne? Ist schon das zweite Mal jetzt, dass wir das machen und wir freuen uns drauf. Ja. Ja, Traditionen werden ja dann immer fortgesetzt, von daher, ich freue mich riesig auf jeden Fall, aber zumindest es ist kein Schrottwichteln, auch das gibt es. Yeah. Ne? Es ist ein vernünftiges, persönliches Geschenk, also zumindest ist es das, was ich erwarte in ein paar Tagen. Momo 19a, werden zur Weihnachtszeit viele Straftaten begangen, welche sind typisch? Ich hatte jetzt zum Beispiel auch tatsächlich mal einen Weihnachtsbaumbrand. Da hat ein Weihnachtsbaum Feuer gefangen. Ja, das würde ich auch sagen, sind so typische Einsätze, ne? Die wir so haben, wenn die Leute nämlich noch offenes Feuer am Weihnachtsbaum haben. Ja. Das ist vielleicht so vermehrt, dass das mal vorkommt. Stimmt, das hatte ich nämlich auch schon. Auch so Familienstreitereien, wenn dann die Geschenke nicht passen. Ja. Also das gibt es tatsächlich auch. Stimmt. Das ist mir Gott sei Dank zumindest privat auf jeden Fall erspart geblieben bis jetzt. Ja, da hast du immer gute Geschenke ausgesucht. Also ja, auf jeden Fall war das Geschenk nicht so schlecht, dass es in einem Polizeieinsatz geendet wäre. Also das konnte ich auf jeden Fall vermeiden bis jetzt. Aber du warst ja auch lange in der Hundertschaft, Fabienne. Gab es da irgendwie so ganz typische Einsätze? Nee, eigentlich nur wirklich das, was du gesagt hast. Also dass wir auf den Weihnachtsmärkten unterwegs waren und da viel Taschendiebstähle und sowas bekämpft haben. Ja. Rolling Bean Sandwich. Cooler Name. Auf jeden Fall. 8.29 Uhr, wo wir es gerade aufnehmen. Da kann man das schon mal essen. Ist der Dienst an Weihnachten angenehm? Unangenehm nicht, ne? Ja. Weil Polizei ist ja auch irgendwie eine Familie. Und an Weihnachten war das auch immer genau die weihnachtliche Stimmung, fand ich auf so einer Tour oder auch in der Hundertschaft, wie sie auch zu Hause ist. Also ich fand es immer schön. Ne? Der eine hat Kekse mitgebracht und gab irgendwie was zu essen, wenn das mit den Einsätzen passte. Ja. Das ist auch irgendwie Familie. Deswegen, ja, eigentlich ist Dienst an Weihnachten auch irgendwie schön. Ja. Ja, finde ich auch. Auch die Streifenfahrt, ne, oder die Einsätze bei der Hundertschaft, ist ja der gleiche Einsatz, aber schön beleuchtet. Das finde ich es gibt halt direkt immer so eine andere Stimmung. Ne? Und wenn man auch mit Menschen, die man mag, unterwegs ist, oder arbeitet, seinen Dienst versieht, dann ist das natürlich auch zur Weihnachtszeit immer noch mal was ganz Besonderes, ne? Wenn man diese Momente dann auch mit seinen Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit teilt. Ja, unterschreibe ich so zu 100%. Also vor allem das mit dem Essen. Also jeder bereitet dann so ein bisschen was vor, damit man im Dienst halt nicht mehr so viel zu tun hat am Herd. Aber dann schaut man schon, dass man irgendwie zusammen mal irgendwie was essen kann oder so. Pause muss ja auch sein. Von daher, das ist eigentlich immer schön gewesen. Also im Streifendienst ist es ja auch so, man hat entweder Früh-, Spät- oder Nachtdienst. Frühdienst, da habe ich zum Beispiel immer gemacht, weil meine Familie hat immer gegen Abend gegessen. Deswegen war das jetzt nie ein Problem. Nachtdienst habe ich auch gerne gemacht.
Also eigentlich war mein Dienst an Weihnachten auch immer angenehm. AC Lucy 15. Wie viel Zeit habt ihr an Weihnachten mit eurer Familie? Kommt es drauf an? Wie viel Zeit haben wir an Weihnachten mit unserer Familie? Also jetzt aktuell sind wir in der guten Lage, eben hier im LAFP tätig zu sein und bei der Personalwerbung. Deswegen haben wir schon viel, viel mehr Zeit als der ein oder andere Kollege, der halt eben im Wach- und Wechseldienst ist. Oder. Aber da man halt, wie wir das vorhin ja schon gesagt haben, mit Frei und Urlaub in der Regel ja so hinkriegt, dass man irgendwie einen Tag an den Feiertagen ja auf jeden Fall auch mit seiner anderen Familie, also zu Hause mit seiner privaten Familie hat, hat man trotzdem Zeit auf jeden Fall für die Familie. Ja. Ja, man muss jetzt natürlich ja dazu auch sagen, wir sind ja auch nicht die Einzigen, die an Weihnachten arbeiten. Da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Menschen, die auch über die Feiertage hinweg arbeiten müssen. Also da haben wir, oder ich hatte auf jeden Fall Weihnachten immer Zeit für meine Familie und ich denke, das könnten andere dann auch einrichten. Und dazu direkt von Chris-Domingo-AC ein Danke an alle, die Dienst schieben, also die Dienst zu Weihnachten machen. Also nicht nur an uns, obwohl ich jetzt gerade Weihnachten, also an die Polizeifamilie, sondern auch an alle, die eben ihre Arbeit verrichten. Genau, an Krankenhäuser, an alle, die in der Pflege tätig sind, aber auch die, die jetzt den ganzen Trubel in den Supermärkten mitbekommen, aber auch die, die für uns an den Weihnachtsmärkten stehen und unsere Zeit eben, ja, für uns so schön machen, wie wir sie denn eben haben können. An die alle ein ganz, ganz großes Dankeschön. Phyllis.b. Macht ihr eine Weihnachtsfeier? Wie sie grinsen. Ja, natürlich. Also tatsächlich macht man immer Weihnachtsfeiern. Also wie in jedem anderen Betrieb oder in jeder anderen Firma machen auch wir von der Polizei natürlich eine Weihnachtsfeier. Das Schöne ist, dass man tatsächlich auch, jetzt habe ich so ein paar Dienststellen hinter mir, dass man auch immer tatsächlich als ehemalige immer noch bei den anderen Dienststellen eingeladen wird. Deswegen ist der Dezember immer besonders voll und man versucht, alle da irgendwie unter einem Hut zu bekommen. Aber ja, wir machen auch eine Weihnachtsfeier. Ja, Vanessa wird mittlerweile, glaube ich, zu 18 Weihnachtsfeiern eingeladen. Nein. Du hast mal bei uns hospitiert, willst du nicht zur Weihnachtsfeier kommen? Und uns ist diese Woche, wir freuen uns. Ja. Kali.forever1. Ist es nicht komisch, wenn ihr an Weihnachten arbeiten müsst und nicht mit eurer Familie feiern könnt? Nö, ich find's nicht komisch, weil ich wusste das ja schon, als ich angefangen habe bei der Polizei, dass das so sein wird, dass das auf mich zukommt. Und für mich war das in Ordnung, weil wie gesagt, Polizei ist auch Familie für mich. Ich bin da mit den Kollegen zusammen, die ich gerne habe, und dann ist das okay. Ja, Polizei ist halt 24/7, ne? Und das weiß man ja schon, wenn man sich für den Beruf entscheidet. Wenn ich mit dem dualen Studium anfange, dann sollte man sich auch darüber im Klaren sein, an Feiertagen und an Wochenenden und immer, wenn alle anderen frei haben, dass man halt dann auch eben arbeiten muss. Ne? Also es ist nicht so, dass man, haben wir jetzt schon öfter gesagt, dass man kompletten Feiertage durcharbeitet, aber das sollte einem schon klar sein, wenn man sich für den Beruf eben entscheidet. Ja, ich bin da auch nicht so, dass ich es unbedingt an einem einzigen Tag oder an zwei Tagen festmache, denn man hat ja auch die ganze Vorweihnachtszeit. Ne, wenn man will, hat man das Aufstellen des Tannenbaums, das Schmücken und alles so, was so diese weihnachtliche Stimmung angeht, miteinander. Ne? Ob es jetzt dann an dem Tag den Gänsebraten oder den Kartoffelsalat mit Würstchen gibt, genau zu dem Zeitpunkt, da würde ich es jetzt gar nicht von abhängig machen. Madamet fragt, habt ihr mal einen besonderen Weihnachtseinsatz erlebt? Einen besonderen. Fällt mir so konkret gar nicht ein. Nee. Ich glaube, ich hatte im Wach- und Wechseldienst die ganz normalen Einsätze. Also da hatte ich in der Woche aber auch Frühdienst, wo ich mich jetzt daran erinnere, ich also immer gehabt. Das heißt, da waren die normalen Verkehrsunfälle, dann Ladendiebstähle, also nichts Besonderes an Weihnachten. Ja, und in der Bereitschaftspolizei waren es eben dann, wie gesagt, die Demonstrationen. Aber jetzt nichts, was unbedingt weihnachtlich daher kam. Naja, also so ein Ding, Sondereinsatz, Weihnachtsmarkt, das ist halt, ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist in Dortmund, aber wirklich jeder fragt dich, wo ist denn der Baum?
Also wirklich, da gibt es ja diesen riesen Baum auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt und wirklich jeder fragt sich, wo ist der Baum? Und steht wahrscheinlich auch so 15 Meter daneben. Ne? Also, gucken Sie vielleicht einfach mal nach oben. Also man macht das dann natürlich auch gerne, ne? Und ist dann auch für die Nicht-Ortskundigen dann da. Also ich habe die Dienste auf dem Weihnachtsmarkt immer gerne gemacht, weil dann konnte man natürlich auch überall mal ein bisschen was futtern auf dem Weihnachtsmarkt. Ah, okay. Das geht irgendwie immer in diese Richtung Essen. Nächste Frage, Annika 1309. Bekommen Beamte an Heiligabend Geschenke, wenn sie arbeiten müssen? Ja, also ich kann mich gut daran erinnern, es kommt so ein bisschen darauf an, welchen Chef man hat, aber wir haben immer mal irgendwie eine Kleinigkeit bekommen. Ob es nur ein kleiner Schoko-Nikolaus war oder so, der dann bei uns im Fach lag. Also irgendwie eine kleine Aufmerksamkeit gab es schon auch auf der Dienststelle. Haben wir jetzt auch wieder bekommen. Genau. Ja, ganz individuell für jeden persönlich. Olli hat mir sogar einen kleinen Schoko-Adventskalender geschenkt. Psst. Wir wollen die alle ein hier. Dann hast du ja doch einen Kalender ja gekriegt. Oh. Aber was nicht geht, und das dürfen wir auch gar nicht annehmen, sind quasi Geschenke aus der Gesellschaft heraus. Ne? Da müssen wir neutral bleiben. Also da darf die Polizei keine Geschenke annehmen. Das, auch wenn es nett gemeint ist, das müssen wir in dem Bereich immer ablehnen. Und das ist halt auch gut so, dass die Polizei da keine Geschenke annehmen darf. Aber intern von den Chefen, ja, alles her damit. Nehmen wir. Von den Chefen? Von den Chefen. Von den Chefin? Also Chefin ist auf Chefin. Jeden Fall niemals eine Mehrzahl von Chef. Ich hab zwei Chefen. Und ich glaube, das war die letzte Frage, oder? Es war nicht nur die letzte Frage, sondern es war auch tatsächlich das allerletzte, genau genommen, nicht nur in diesem Jahr, sondern für immer. Für immer, immer. Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht auch ein neues Fragenformat für euch am Start hätten nächstes Jahr. In diesem Sinne, letztes genau genommen.